Hey Leute, gestern wurde endlich die gesamte Episodenliste von Miraculous Ladybug bekannt gegeben. Darunter auch neue Sendetermine für die kommenden Folgen. Ja, sogar die lang erwartete Folge 9, Gabrielle Agreste, hat jetzt endlich ein Datum. Wie immer findet ihr genaueres dazu im Community-Bereich auf meinem Channel, wo ich die Liste stets aktualisieren werde, sobald es etwas Neues gibt. Dazu sei allerdings gesagt, dass wir bisher noch nicht so recht sagen können, wann es mit Ausnahme von Mr. Pigeon 72 in Deutschland weitergehen wird. Nun hat sich aber vieles in dieser Staffel allgemein verzögert, was nicht zuletzt sicherlich auch der weltweiten Pandemie zuzuschreiben ist. Der ursprüngliche Plan, die gesamte Staffel Anfang Herbst startklar zu haben, wurde nicht erreicht, aber so ist das manchmal. Trotzdem kam man den Fans natürlich entgegen, indem bereits die fertigen Folgen nach und nach veröffentlicht worden sind. Das hatte zur Folge, dass wir sie nicht in der richtigen Reihenfolge erhalten haben und zudem in unterschiedlichen Sprachen. Eben jeweils in der Sprache, wo man gerade mit den Folgen fertig wurde. Wie sich zeigte, war das vorzüglich Portugiesisch beim Sender Mundo Globo, ein paar Französische, Englische, aber auch Deutschland konnte einige Folgen fertig produzieren. Es hatte also Vor- und Nachteile. Für diejenigen, die wirklich stoisch genug sind und sich gedulden können, bis die Folgen der Reihenfolge nach erscheinen, ja, sie hatten es natürlich schwer. Denn jeder, der einen Internetzugang hatte, wird es nicht leicht haben, Spoilern aus dem Weg zu gehen, wenn man auch nur ansatzweise mit dem Thema in Verbindung ist. Andere, denen das nicht so wichtig ist, durften sich freuen, denn es sind ja bereits einige Folgen im Frühling erschienen. So oder so, finde ich, sollte man das Beste daraus machen. Die Synchronsprecher sowie auch die Produzenten der Serie geben bestimmt ihr Bestes, um uns eine möglichst gute Serie zu liefern. Und ich finde, bisher haben sie uns damit zum Großteil auch nicht enttäuscht. Ja, es gab natürlich einige Folgen, die weniger spannend waren als andere, aber im Großen und Ganzen ist für mich persönlich die vierte Staffel eine Steigerung zu den ersten drei Staffeln. Mit Ausnahmen natürlich, denn Folgen wie Cat Blanc oder auch Felix toppen weiterhin vieles in der vierten Staffel. Aber auch Staffel 4 hatte einiges zu bieten und wurde vom Ton her etwas ernster. Was mich persönlich neben Fragen nach Gabrielles und Emilys Vergangenheit sowie zum Leben von Felix und der Zukunft von Luca und wie er mit dem Geheimnis umgehen wird gerade am meisten interessiert, ist, wie man weiter mit Adrien bzw. mit Cat Noir umgehen wird. Ich meine, ja, Marinette war auch schon in den Staffeln davor eher der Hauptcharakter als er, aber ich finde, es war deutlich ausgeglichener, als es nun in der vierten Staffel ist. Nicht nur wird er immer mehr von anderen Helden ersetzt und an den Rand geschoben, nein, wenn er mal mit dabei ist, dann scheint er auch nicht großartig was zu bewirken oder wird sogar zur Clown-Nummer. Ja, in einigen wenigen Fällen hat er helfen können, aber es ist in dieser Staffel wirklich eher die Ausnahme. Die Serie heißt immerhin Miraculous Ladybug, Tales of Ladybug and Cat Noir. Da sollte man doch meinen, er bekommt eine größere Rolle. Nun ist meine Hoffnung, dass das gegen Ende der Staffel noch seine Konsequenzen nach sich zieht. Ja, Ladybug hat es zwischendurch ganz kurz angesprochen, dass es vielleicht nicht so gut ist, Cat Noir das mit dem Austausch mit Rina Rouge als Ladybug zu verschweigen, aber viel mehr kam da auch nicht. Eigentlich könnte man über Adrians Rolle in dieser Staffel noch ein eigenes Video machen. Ich hätte da nämlich einiges, was ich gerne loswerden würde. Na mal schauen, schreibt gerne mal in die Kommentare, ob ihr euch ein solches Video wünschen würdet oder eher doch nicht so. Nun kommt ja auch noch eine Folge mit dem Titel Kuroneko, was aus dem Japanischen übersetzt schwarze Katze bedeutet. Vielleicht sehen wir da ein wenig mehr von ihm. Oder wer weiß, vielleicht sehen wir ja sogar noch eine andere schwarze Katze. Felix als Cat Noir bzw. Kuroneko? Na, mal schauen. So oder so darf man gespannt sein, denn so einiges erwartet uns ja noch in der vierten Staffel. Denkt dran, ein Abo dazulassen, wenn euch solche Videos gefallen und ihr diesen Channel unterstützen möchtet. Und für alle, die auf der gemeinsamen Discord-Gruppe mal vorbeischauen möchten, vom 10. bis zum 17. Oktober läuft wieder eine Verlosung. Na, und wie immer am Ende eines Videos möchte ich mich ganz herzlich bei allen bedanken, die diesen Channel durch Likes, Kommentare und durch ein Abo unterstützen. Ein ganz besonderer Dank gilt meinen Kanalmitgliedern, denn ihre Spenden sorgen direkt dafür, dass dieser Channel auch in Zukunft fortbestehen kann. Voran meine Sternmitglieder Gamerlife, Gilly, TaxiTaxiMG, OneBigNightmare, Map und Yen Yen.
gleichsam meine legendären Mitglieder LSR, Okumura, Cedric, French, Alo und Melaniex1610. Ebenso einen Riesendank an meine mystischen, sagenumwobenen und super Kanalmitglieder. Das wär's es mal und wie immer, bis zum nächsten Mal.